euch heute mal ein bisschen die Ängste nehmen, was Springseilhopsen anbelangt. Der eine oder andere hat vielleicht schon Probleme gehabt, so in der frühen Kindheit damit zu arbeiten. Ihr könnt euch vielleicht erinnern an diese Hanfseile. Das ist jetzt ein Rope, was schon ein bisschen schneller schwingt. Grob der Fehler ist natürlich, dass die Leute sich immer das Seil wegnehmen, wenn sie springt. Das heißt, man sollte versuchen, über das Handgelenk locker mitzuarbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt hier das Seil einfach mal so nehme und schwinge und einfach mal so eine kleine Acht male, kann ich dann einfach mal versuchen, halt mich an dieses Seil zu gewöhnen und mich auszupeitschen. Das wäre der Vorteil. Ja? Und dann versuche ich das Ganze schon mal ein bisschen länger und gewöhne mich an diese fremdartigen Schwingungen dieses Seiles an meinem Körper entlang und versuche mich schon mal darauf einzustellen, dass ich da gleich mit meinem Körper drüber muss. Für den Anfang würde ich sagen, machen wir das ganz, ganz easy. Wir gehen vor das Seil und ihr versucht, die Oberarme relativ locker an der Seite zu lassen und wir versuchen, über die Handgelenke zu arbeiten. Der Basic Step ist im Endeffekt wirklich nur diesen da rüber. Und wir versuchen jetzt einfach mal ein paar zusammen hinzukriegen. Ja? Das muss ja nicht schnell schwingen. Das Seil kann ich entsprechend seiner Leistung anpassen. Und natürlich kann ich auch versuchen, das Tempo zu erhöhen. Ja? Oder ich kann einen kleinen Hopser dazwischen packen. Ja? Oder eben einfach halt den Basic Step. Also Double. Double ist immer ein Zwischenhopser. Noch kann ich sprechen und atmen, das ist schon mal gut. Also das wären so die einfachen Steps erstmal. Dann gibt es die Möglichkeit, einen Bell. Das heißt, ich würde entweder seitlich springen oder nach vorne, wie so eine Glocke halt eben schlägt. Das heißt, er geht wieder in diesen Schwung rein vom Seil und würde dann nach vorne und nach hinten springen oder ganz leichtfüßig seitlich. Das wäre der Bell. Dann gibt es die Möglichkeit, man könnte natürlich jetzt auch versuchen zu joggen. Ich merke jetzt schon die Luft. Ich nehme die Knie so ein bisschen nach oben hoch. Das heißt, ich komme wieder in den Schwung rein. Ja, ich kann das so machen. Super professionell, ich kann aber auch ganz normal wie normal Sterblicher reingehen. Ja, und dann würde ich, und schon geht's los, hängen bleiben. Ja, einfach die Knie nach oben hochbringen und versuchen, genau, tempomäßig anzupassen. Das wäre jetzt halt entsprechend. Mit Knie heben. Da gibt es noch die Möglichkeit, den Hampelmann. Wir werden hier professionell. Das heißt auch wieder hier entsprechend einsteigen. Und dann kommt ihr einfach öffnen, schließen. Im Wechsel die Füße öffnen und schließen. Ihr merkt, auch ich habe zu kämpfen. Ich muss an meiner Fitness arbeiten. Dann hätte ich noch die Möglichkeit, den Cross. Ihr springt einmal normal und einmal, als würdet ihr euch selbst umarmen. Das heißt, ganz normal einsteigen, springen, ja, den Wechsel. Das wäre so. Für den Anfang, glaube ich, ganz okay. Und zwischendrin vielleicht was trinken. Und dann versucht ihr immer zeitmäßig, vielleicht so eine halbe Minute, immer eine kleine Pause zwischendrin, wieder einsteigen und könnt dann entsprechend variieren. Ich zeige es jetzt nochmal. Also, Basic. Hopsa, dazwischen. Seid einfach ein bisschen langsamer. Bell. Hops. Nach vorne, nach hinten. Öffnen, schließen. Hops. Also
Und am Schluss einfach nochmal für die Waden dehnen. Das heißt, ihr schiebt das Bein nach hinten raus, bringt das Gewicht nach vorne auf das Bein und die Ferse richtig fest in den Boden reinstellen. Halten. Halbe Minute in etwa. Genauso dann auch nochmal hier. Ein bisschen dehnen. Fußspitze zum Körper ranziehen, flexen. Genauso nochmal die andere Seite. Hüftweitenstand. Ferse hinten reinschieben. Halten, richtig schön. Ferse auf den Boden bringen. Und genauso nochmal Fußspitze ranziehen. Lass den Oberkörper lang. Und viel Spaß und viel Erfolg beim Hopsen. Ich werde mich auch ein bisschen ranmachen und meine Fitness aufnehmen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao.